Was geht ab, hier Stizzer Silix von Yamazaki am Stizzel mit meinem Kumpel Paco. Guck mal, da ist er doch. Was geht ab, mein Junge? So, wir sind hier gerade in Rating unterwegs und ja, dachten uns, drehen ein kleines Vlog. Ich hatte jetzt die Woche ungefähr 9 Versuche gestartet, um endlich mal mein erstes Vlog zu drehen. Die gingen einfach alle mega in die Hose. Also es fing an mit kein Ton, weil ich ja so einen Zwischenadapter vergessen habe einzustecken. Dann SD-Karten-Error. Ich habe da 20 Videos gedreht und irgendwie immer SD-Karten-Error noch ein paar Sekunden. Also war die Karte zu lahm. Ja, und jetzt ist heute der 9. oder 10. Versuch mit dem Stizzler. Ja, genau. Und schauen wir mal. Ja, worum geht's heute? Ich denke mal, ich fahre gleich mal irgendwo rechts ran. Zeige euch mal das Bike hier. Was schon... Okay. Was schon gemacht worden ist. Was ich noch machen werde oder was ich vorhabe zu machen. Vielleicht über den Winter jetzt. Ich habe ja nur Saisonkennzeichen. Sprich, ich von Februar bis November. Und dann werde ich den ab Dezember, Januar da, in dem Zeitraum werde ich so einwintern hier gute Dinge. Und ich denke mal in dem Zeitraum dann auch ein paar Umbauten machen. Welche, werde ich euch dann gleich sagen. Ansonsten werden wir jetzt gleich mal einen Spot suchen, wo wir ein paar Fotos machen können. Für Instagram, für unsere lieben Follower. Ja, die neue Euro 4-Norm, Akrapovic. Akrapovic hat da drauf? Ja, habe ich gehört. War schon übel, ja. Ich kann euch auch gleich mal kurz ein Wheelie zeigen, also das läuft übel, muss ich sagen. Also wenn ich gleich mal kurz ein Wheelie anfange, dann werdet ihr merken, dass ich das schon seit Jahren mache. Und ja, läuft auf jeden Fall. Ist aber jetzt hier nicht gerade die beste Situation dafür, aber ich denke, die werden wir gleich finden. Was? Was? Jetzt juckt er sich da an der Wade und... Digga, ist das jetzt sein Ernst? Der ist doch gerade mal seit 5 Sekunden auf dem Bike, als ob das jetzt schon anstrengend ist. Digga! Machst du Yoga auf dem Bike oder was? Schon, ja, auf jeden Fall. Hey, links! Ne, rechts. ja, links. Scheiße, ey. Okay. Paco und ich, wir haben so eine Idee, was wir in den nächsten Videos mal starten wollen. Ja, mal gucken. Vielleicht werden wir euch da vorher schon mal informieren. Eigentlich wollten wir das ein bisschen geheim halten. Aber ansonsten wird vielleicht in den nächsten Videos mal was kommen. Also bleibt auf jeden Fall gespannt. Ja. Und ja, bleibt auf jeden Fall dran. Am Mike. Hallo. Hallo. Okay, komm, ein Wheelie schissel ich jetzt mal kurz. Für meine Kollegas. Okay, das waren ganze 1 mm vom Boden hoch. War schon krass. Und ja, wie gesagt, ich bin schon echt der übelste Wheelie-Stizzler. Was? Ja, bist du wieder am 20. Gang oder was? Komm, Artyon. Was ist los? Ist wahrscheinlich verwirrt, weil wir zwei... Ja, komm! Komm, jetzt auch mal ein Wheelie-Schlüssel. Ja, es waren wieder sage und schreibe 20 mm. Also, wie man merkt, ich hab's mega drauf. Nicht. So, wo fahre ich denn jetzt mal rechts ran? Dann zeige ich euch mal das Bike und was ich vorhabe. Da halten wir doch mal an. So, wir sind gleich da, dann zeige ich das Bike, Kollege. Okay. Das ist wieder ein Roller, Bro. Das Wetter ist auf jeden Fall sehr bescheiden. Okay. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört, aber der singt einfach gerade Füller von Michael Jackson. Okay. Was ist denn heute hier los? Ist ja richtig Chaosverkehr hier. Es ist ja Berufsverkehr hier an einem Samstag. Oh, da hätte ich mich fast gelegt. Was denn jetzt? Alter.
Okay. Was? Okay. Okay, kann man machen, muss man nicht. So, wo stelle ich das Bike denn jetzt mal hin, dass da nicht unbedingt direkt die Abfallcontainer mit drauf sind? Stelle ich einfach mal hier hin. So. Was denn für eine Logik? Was ist das für eine Logik? So, jetzt haben wir doch schon Zuschauer, ist doch schön. Ich habe hier die Z900, wie man das unschwer erkennen kann. Was habe ich gemacht? Also im Prinzip ist sie noch relativ original. Was? Also ich habe hier das Tankbett nachgemacht, nachträglich dran gebaut. Warum Monster? Ich glaube, wenn man sich meinen Helm anguckt, da sieht man es besser. Da sieht man, dass ich Monster-Helm habe und das Motorrad mit diesem grünen Rahmen, was ich übrigens mega gut finde. Das passt einfach. Ich weiß nicht, ob das im Video jetzt so erkennbar ist, aber das Grün ist schon fast dasselbe Grün wie der Rahmen. Dann habe ich die Baxter-Sitzbank. Die wollte ich unbedingt haben, weil die Originalsitze, die waren einfach mega unbequem und ich meine, jeder, der die mal gefahren ist, ich glaube, der kennt das Problem. Ansonsten habe ich mir die... Hässlich, ne? Ja, ein bisschen. Also ich habe mir dann noch die SP-Mo... Wie heißt die? Keine Ahnung. Von SP Project Connect, ich weiß es nicht, auf jeden Fall bei Louis gibt es das, Hashtag Werbung, die Halterung geholt. Ich habe nur viel Positives davon gehört, gelesen. Okay. Ja, ansonsten, was habe ich vor? Was will ich machen? Ich werde hier noch diesen super schönen Rattenschwanz entfernen, weil der ist hässlich wie die Nacht. Tut mir leid, aber ich weiß nicht, was sich der Kawasaki gedacht hat. Das Ding ist einfach nur grottenhässlich. Ja, schon, oder? Schon. die kommt weg, da werde ich, ich bin noch nicht ganz sicher, Rhizoma ist mir, glaube ich, zu teuer, ich werde da Protech oder sowas dran machen. Lauflichtblinker, vielleicht werde ich ja was mal in die Kommentare verlinken, was ich da vorhab. Dann kommt auf jeden Fall noch irgendwann ein anderer Pott drunter. Ich habe mir einen geilen rausgesucht. Agra fällt weg, weil der auch soundtechnisch, das, was ich zum Beispiel auf dem Wheelers Channel gehört habe, nicht so geil ist. Ja, da werde ich aber was in die Kommentare verlinken. Das sind auf jeden Fall so die Umbauten, die ich so gedacht habe bis jetzt. Da wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr folgen. Aber, was? Was? Richtiger Schwanz, Alter. Ich sag ja, hässlich wie die Nacht. Okay. So, ansonsten, ich glaube, wir fahren jetzt noch ein bisschen rum. Und ich glaube, wir beenden das Video hier, oder? Mach nochmal einen Abschiedsgruß für alle Stissler.